Moin und herzlich willkommen zu eines der beliebtesten Videoformate hier auf BookTube. Und zwar sind das die Jahreshighlights bzw. die besten Bücher in einem Jahr, die man gelesen hat. Ich möchte euch heute meine Top 10 Bücher zeigen, die ich im Jahr 2020 gelesen habe. Ich habe mich schon wahnsinnig darauf gefreut, euch dieses Video zu drehen und hochzuladen, denn ich finde es einfach toll zu drehen, weil man nur von Highlights spricht. Und natürlich ist es auch anstrengend, weil man hier besonders die richtigen Worte finden möchte, um euch das so richtig ans Herz zu legen und euch zu zeigen, wie sehr mir diese Bücher gefallen haben und mir ans Herz gewachsen sind. Ich freue mich auch extrem auf die Videos der anderen Booktuber, weil sie einfach so viel Positives ausstrahlen und einfach jedes Buch ein Highlight ist und man da dann natürlich tolle Tipps finden kann, aber auch ja einen schönen Abschluss für das Jahr erhalten hat dadurch. Ich habe relativ viele Highlights gehabt, das hat mich richtig gefreut. Ich habe in mein Buch der Bücher erstmal alle Bücher aufgeschrieben, die ich als Highlight bezeichnen wollen würde. Dann konnte ich natürlich aber nicht alle jetzt in dieses Video mit hineinnehmen. Ich habe jetzt die Bücher aussortiert, die ich bereits vorher schon mal gelesen habe. Also meine Rereads habe ich aussortiert. Die Bücher, wo man eh wusste, dass die einen begeistern werden, weil sie einen schon mal begeistert haben. Die habe ich jetzt hier aus dem Ranking rausgenommen und ich habe auch kurz überlegt, ob ich die Fortsetzungen rausnehme, aber ich habe sie jetzt drin gelassen, weil die einfach mir besonders wichtig waren und die auch oben im Ranking, also ziemlich oben mitspielen und deswegen wollte ich die auf jeden Fall in meiner Top-Liste dabei haben. Ich habe sie auch wieder gerankt, das heißt, ich habe hier wieder eine Reihenfolge reingebracht und fange von hinten an. Vom letzten Platz bis zum ersten Platz, wo es dann natürlich immer besser wird. Ich mache das immer wieder, obwohl es mir extrem echt schwer fällt, diese Reihenfolge festzulegen, weil manchmal wirklich nur Nuancen dazwischen liegen und man die Bücher manchmal überhaupt nicht vergleichen kann, weil die aus verschiedensten Gründen begeistert haben oder weil sie einfach zu unterschiedlich sind. Man soll Bücher auch nicht immer so vergleichen, aber mir bringt das einfach Spaß, weil es dann nochmal eine kleine Spannung ins Video hineinbringt und ich das bei anderen auch immer sehr, sehr gerne schaue. Und ja, so zwischen den Top 5, also Platz 1 bis 5 und Platz 6 bis 10 ist dann doch nochmal ein kleiner Niveausprung. Deswegen, also es gibt schon eine kleine Richtung, aber zwischen den einzelnen Plätzen kann jetzt auch spontan sein, dass ich dann doch nochmal die Reihenfolge ändere, weil ich habe diese Reihenfolge vorgestern festgelegt und es kann ja täglich sich irgendwie ändern, worauf man jetzt gerade am liebsten auch Lust hätte oder wo man sich gerne wieder zurückerinnert. Deswegen ist das eher so eine Richtlinie, aber im Groben stimmt es natürlich und ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Ich fange jetzt gleich mit Platz 10 an und wir arbeiten uns dann nach und nach zu Platz 1 vor und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich lusche immer hin und wieder mal in mein Buch der Bücher, um zu schauen, wie die Reihenfolge ist. Hier habe ich mir das aufgeschrieben. Und Platz Nummer 10 geht an ein Buch, an ein Genre, was normalerweise gar nicht so mein Beuteschema ist, aber durch den Genre-Mix hat es wieder genau meins getroffen. Und zwar ist es Das geheime Turmzimmer von Laura Anderson. Insgesamt würde ich es eher so als Familiengeheimnis-Roman bezeichnen mit verschiedenen Zeitebenen, so à la Lucinda Riley. Allerdings hat es hier eben auch noch so kleine fantastische und Schauerelemente, die das Ganze nochmal für mich interessanter gemacht haben. Wir treffen hier auf Kara, die zu einer Burg in Irland beordert wird, denn ihr wird dort der Job angeboten, die Bibliothek dort zu sichten und zu sortieren. Sie ist sofort Feuer und Flamme, denn sie weiß, auf dieser Burg hat einer ihrer liebsten Schriftsteller gelebt. Ein Schriftsteller, der damals dort angekommen ist und eine Lady aus dieser Familie geheiratet hat. In dieser Familie gibt es allerdings viel Unglück, denn in verschiedenen Zeiten sind verschiedene Personen auf mysteriöse Art und Weise umgekommen. So auch die Eltern des jetzigen Lords Aidan Gallagher, den sie dort kennenlernt und begegnet, der sehr, sehr ruppig ist und nicht so richtig ihre Ankunft dort gutheißt. Aber ja, diese Burg soll halt an die Öffentlichkeit verkauft werden oder gegeben werden und da soll erstmal natürlich alles Persönliche und die Bibliothek gesichtet und geordnet werden.
Ja, und die Eltern von Aidan Gallagher, die sind auf mysteriöse Art und Weise in der Bibliothek ums Leben gekommen. Und ja, man weiß, es ist immer noch nicht ganz aufgeklärt. Das ist in den 90ern tatsächlich, glaube ich, passiert. Aber es gibt eben auch noch Unglücke, die weiter zurück in der Vergangenheit liegen. Eben auch um diesen Schriftsteller und seiner Lady in einen der Türme. In dieser Burg soll es auch spuken, da soll ein Geist einer Frau umherschweben. Und wir lesen eben auch aus Tagebucheinträgen dieses Schriftstellers oder auch aus anderen Sichten der Familie, die in verschiedenen Zeiten in dieser Burg gelebt haben, ja einiges aus ihrem Leben. Das macht das Buch eben so vielfältig und irgendwie hängen diese ganzen Geheimnisse, diese Unglücksfälle alle miteinander zusammen und auch Kara merkt, dass auch ihre Geschichte irgendwie mit dieser Familie verwoben ist. Es hat also so einen kleinen Touch auch von ja, Downton Abbey, weil es eben diese altehrwürdige Familie ist, die eine lange Geschichte hat, denn dieses Gemäuer. Und wir haben hier auch eine kleine Liebesgeschichte natürlich, man kann sie schon erahnen, zwischen welchen beiden Personen die entsteht. Aber ich fand es auf jeden Fall erträglich und nicht zu kitschig. Wir haben natürlich auch noch diese Landschaftsbeschreibungen von Irland dabei. Es hat was Gruseliges, Schauriges, aber auch nicht zu sehr. Und deswegen ist es eine schöne Mischung für Leute, die diese Familiengeheimnisgeschichten sehr gerne lesen, die vielleicht auch sehr gerne historisch lesen. Es hat natürlich auch noch diesen buchigen Aspekt dieser Bibliothek und da spricht es natürlich auch mein buchiges Herz an. Und diese Schauermärchen, dieses Schaurige, diese Geheimnisse, die nach und nach aufgedeckt werden, die kommen hier natürlich, ja. Die Leute, die sowas lieben, die kommen hier auch nicht zu kurz. Eine wirklich tolle und interessante Mischung. Von einem Buch mit einigen Schauerelementen kommen wir nun zu einem ausgewachsenen Horrorroman. Und zwar ist auf Platz 9 Kill Creek von Scott Thomas gelandet. Das Buch zeichnet sich zum einen durch ein sehr klassisches Horrormotiv, nämlich dem Spukhaus, aus, aber eben auch durch moderne Elemente, die hier mit eingeflochten worden sind. Und deswegen ist dieses Buch auch bei mir in dieser Top 10 gelandet. Wenn es sich bloß um ein typisches Spukhaus-Horrorbuch gehandelt hätte, wäre das vielleicht nicht unbedingt hier gelandet, obwohl ich sowas natürlich sehr, sehr gerne lese und das vielleicht auch einer der Gründe war, warum ich überhaupt zu diesem Buch gegriffen habe und warum das auf meiner Wunschliste damals gelandet ist. Das Finch House ist ein sehr berüchtigtes Haus, denn dort sind viele Unglücke geschehen, die sehr mysteriös sind und immer wieder wird davon berichtet, dass es dort spukt. Und wir treffen hier auf vier verschiedene Horrorautoren, die angefragt werden für ein Interview, das genau in diesem Horrorhaus stattfinden soll an Halloween. Es handelt sich hierbei somit um eine PR-Aktion und sie stimmen dazu, weil alle irgendwie auf ihre eigene Art und Weise in Probleme stecken und deswegen ja, diesen PR-Schub auf jeden Fall nötig haben. Das Interessante dabei ist, dass die Horrorautoren alle aus verschiedensten Ecken der Horrorliteratur stammen. Der eine schreibt Gruselliteratur für Kinder, der andere sehr, sehr klassische Literatur, die nächste, die schreibt dann Splatter. Horror mit sehr viel Blut und Sex. Und der vierte ist ein berüchtigter, berühmter Horrorautor, der ja schon Klassiker sozusagen geschrieben hat. Und die treffen eben aufeinander, die natürlich einerseits Fan voneinander sein können, andererseits ja die Art und Weise von Horror vielleicht auch ein bisschen belächeln oder verachten. Allein das ist schon sehr, sehr interessant, wie hier die Horrorliteratur beleuchtet wird, eben weil auch ein Autor Vorlesungen an der Uni abhält über die Horrorliteratur, da würde ich am liebsten dabei gewesen sein. Also haben wir natürlich dann auch diese klassische Szenerie, dann wenn sie alle in diesem Horrorhaus sind, wo es denn seltsame Geschehnisse gibt und wo etwas Böses lauert. Und nach dem Interview, wo sie nach Hause zurückkehren, scheint dieses Böse ihnen gefolgt zu sein und ihre, ja, tiefsten Geheimnisse und Ängste zu kennen und sie damit zu quälen. Und um dieses Böse
diesem Bösen entgegenzutreten, müssen sie natürlich wieder zurück in dieses Horrorhaus. Ja, so viel dazu. Es hat mir Freude gemacht, das zu lesen. Es ist für ein Horrorbuch ja auch relativ dick, aber das Besondere ist eben hier, dass ich nicht auf das Splatter und Blutige und Actionreiche fokussiert wird und das Düstere. Natürlich ist es düster und dunkel, aber es wird sich hier sehr, sehr fokussiert auf die Figuren, auf deren Traumata. Und damit wird halt auch ein bisschen gespielt. Und diese Mischung fand ich wirklich besonders und konnte mich begeistern, sodass es auf Platz 9 gelandet ist. Bei Platz 8 kommen wir dann wieder zu etwas sehr Fröhlichen und Bunten, einem Kinderbuch nämlich. Und zwar ist es Der Zauber von Immerdar von Dominique Valente. Der erste Band heißt Die Suche nach dem verschwundenen Dienstag. Es ist also der erste Band einer Reihe. Bisher ist Band 1 erschienen, Band 2 ist schon angekündigt. Ich weiß nicht, ob der schon erschienen ist. Jedenfalls wird es wahrscheinlich eine längere Reihe werden. Ja, so empfohlen wurde es, glaube ich, so ab 9 bis 10 Jahre. Kann man aber auch sehr gut vorlesen, für Jüngere vielleicht schon. Das Ganze ist sehr verrückt, sehr lustig, sehr bunt, sehr kreativ, sehr magisch und hat mich wirklich verzaubert. Wir treffen hier auf Anemona, die in einer Hexenfamilie aufwächst, wo jede Hexe eine bestimmte Fähigkeit hat. Sie hat auch eine Fähigkeit, allerdings findet sie diese sehr, sehr langweilig. Sie kann nämlich verschwundene Dinge wiederfinden. Mit dieser Fähigkeit, ja, pusht sie sich zwar ihr Taschengeld so ein bisschen auf, indem sie ja die verschwundenen Schlüssel von den Nachbarn wiederfindet und so weiter, aber es ist nichts dagegen, was ihre Schwestern und ihre Mutter alles können. Doch eines Tages wendet sich so ein bisschen das Blatt, denn sie wird von der mächtigsten Hexe der Umgebung aufgesucht, denn der letzte Dienstag scheint verschwunden zu sein aus den Erinnerungen aller Menschen und sie wollen diesen Dienstag wiederfinden, weil da irgendwas Wichtiges gewesen zu sein mag und irgendeine düstere Macht hintersteckt. Und mit der Fähigkeit, die Anemona hat, soll sie dieser Hexe nun helfen. Ja, sie bricht auf mit einer grünen Zotteltasche und in dieser grünen Zotteltasche nimmt sie ihren ja, Begleiter und Freund mit. Das ist nämlich Oswald, der Kobold, der unter ihrem Bett wohnt. Oswald sieht so ähnlich aus wie eine Katze, aber das darf man ihnen um Gottes Willen nicht sagen, denn er ist keine ordinäre Katze, sondern ein Kobold. Er ist eigentlich kiwigrün, aber sobald er sauer ist, wird er quietschorange und da er ziemlich oft sauer und motzrig drauf ist, ist er ziemlich oft orange und der ist auch, in den habe ich mich total verguckt, verliebt, weil er ist einfach sehr, sehr lustig und sehr sarkastisch. Er nimmt es auch nicht so mit der Grammatik, er hat einen Sprachfehler, was das Ganze, glaube ich, noch lustiger macht zum Vorlesen. Das Ganze ist auch noch illustriert und es gibt hier so viele wunderschöne Ideen, die so verrückt und lustig sind, aber eben auch zauberhaft. Wir begleiten eben Anemona durch dieses Reich. Hier vorne haben wir auch eine Karte drin. Warte, ich zeige sie euch gleich. Ja, und dort finden wir eben auf verschiedenen oder treffen wir auf verschiedenste Wesen, aber auch in verschiedensten Gegenden befinden wir uns. Es gibt sogar auch noch einen Drachen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und das Ganze ist eben sehr bunt, verrückt und fröhlich, aber natürlich auch ein bisschen gefährlich und magisch und sehr, sehr spannend zu lesen. Und ja, das fand ich richtig, richtig schön. Da freue ich mich auch schon, die Reihe weiter zu verfolgen. Platz 7 geht an einen Autor, der sich so langsam zu einer meiner liebsten Autoren mausert. Er hat zwar bisher nur zwei Romane geschrieben, aber diese haben so richtig reingehauen bei mir, weil sie einfach sehr, sehr speziell, sehr besonders sind, die sehr lange danach noch nachhallen und wirklich komplex sind und dann am Ende nochmal so einen richtig tollen Twist aufweisen. The Ending von Ian Reid hat nämlich vor einigen Jahren, 1 oder 2 Jahren, schon in meinen Top 10 sich befunden und jetzt ist auch sein zweites Werk Enemy in dieser Top 10 2020 aufzufinden. Ich würde sagen, dass The Ending noch ein Ticken besser war als Enemy, aber man kann die beiden auch kaum vergleichen, weil sie wieder ganz andere Thematiken haben. Und man weiß bei diesen Büchern immer nie so richtig, worauf das Ganze hinausläuft. So auch hier. Wir treffen hier auf Junior, der lebt auf einer Farm zusammen mit seiner Frau. Sehr, sehr abgeschieden und eigentlich bekommen sie nie Besuch. Doch eines Abends kommt die Auffahrt heraufgefahren, ein Auto mit grünen Scheinwerfern. Und daraus steigt ein Mann und er klingelt und verkündet ganz freudig erregt Junior, dass er
ja, eventuell bei einem Forschungsprojekt daran teilnehmen darf, dass er zur ja, ausgewählten Gruppe gehört, die in den näheren Augenschein genommen wird, und er will jetzt noch mal ein paar Interviews mit ihm führen und noch mal ein paar Untersuchungen machen, ein paar Experimente, ob er denn daran teilnehmen darf. Und es kommt dann tatsächlich dazu. Er wird allerdings nie gefragt, ob er das überhaupt machen möchte. Er kann sich auch nicht daran erinnern, sich dort irgendwie zu be ja, beworben zu haben. Und es wird auch nie so richtig beantwortet, was das überhaupt für ein Forschungsexperiment ist. Es wird einfach nur ja, vorausgesetzt, dass er sich geehrt fühlen sollte, dass er dabei mitspielen und dabei, was heißt mitspielen, dabei mitmachen soll. Es ist alles sehr, sehr seltsam. Er taucht immer wieder öfter auf, dieser seltsame Mann, und seine Frau scheint sich auch immer seltsamer zu verhalten, seitdem sie diesen Besuch bekommen haben. Sie scheint sich immer mehr zurückzuziehen, und er belauscht auch ein seltsames Gespräch mit dem Typen, der sie besucht. Und ja, er lässt das alles irgendwie so mit sich ergehen, über sich ergehen, obwohl er da gar nicht so richtig Lust hat. Und wir stecken in seinen Kopf und erfahren so ein bisschen mehr aus seiner Vergangenheit und mit seiner Frau. Und ja, das alles nimmt seinen Lauf, und man hat einfach keine Ahnung, worauf das hinausläuft, ob was es für ein Genre eigentlich ist. Es steht Psychothriller drauf, und es ist auch irgendwo Psycho und auch sehr philosophisch geschrieben. Aber so richtig einzuordnen in ein bestimmtes Genre ist es nicht. Ich könnte noch ein weiteres Genre nennen, das möchte ich jetzt hier aber nicht. Das würde vielleicht ein bisschen verraten. Ich habe so einige Elemente tatsächlich vorausgeahnt, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Im Gegenteil, ich bin sogar ein bisschen stolz, dass ich einige Elemente da herausgeahnt habe. Aber der letztendliche Twist, den habe ich nicht vorausgeahnt, und der hat mir wieder richtig viel Freude bereitet und Spaß gemacht. Es wird nicht alles hundertprozentig aufgeklärt, damit muss man rechnen. Das ist nicht immer so meins, aber das macht es eben auch aus, dass man über dieses Buch sehr lange nachdenkt und sehr viel Diskussions- und Redebedarf hat. Das hatte ich auch. Ich hatte Gott sei Dank die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland, die ich dann noch angefragt habe, ob wir uns darüber austauschen können, weil sie das Buch schon mal gelesen hatte. Habe ich ihr immer ein paar Updates gegeben. Bei Ian Reid ist das immer so ein Phänomen, das war schon bei The Ending. Man möchte am liebsten das Buch wieder von vorne anfangen, mit dem Wissen, wie es endet, die Hinweise aufzudecken, wo es schon so kleine Hinweise gab, wie das sein könnte, und um dann noch ein bisschen mehr durchzusteigen, weil es doch ein bisschen verworren und komplex ist. Aber das macht es eben aus. Ich bin schon sehr gespannt, was als nächstes aus Ian Reids Feder stammen wird, und ich werde es auf jeden Fall ziemlich zeitnah dann auch lesen. Auf Platz 6 ist Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Somit wieder Fantasy, wieder der erste Teil einer Reihe, ich denke mal einer Trilogie. Ich habe den zweiten Band bereits hier stehen, der ist vor kurzem erschienen, und da freue ich mich schon sehr drauf. Alleine das Setting hier, dieses russisch angehauchte, verschneite, sehr naturverbundene Setting, hat mich hier sehr begeistert. Es ist alles sehr ruhig erzählt, gibt nicht viel Action, und wir befinden uns auch oft an demselben Ort, nämlich hauptsächlich in dem kleinen Dorf, wo wir Wasja treffen. Wasja ist ein junges Mädchen, das dort aufwächst. Sie ist ein sehr wildes und sehr ungezähmtes Mädchen, was sehr viel in der Natur umherschweift, entweder alleine auf Erkundungstour geht oder mit ihren Brüdern herumtobt und sich sehr viel dreckig macht und ja, oft immer Schelte bekommt, weil sie nicht zu Hause geblieben ist und im Haushalt geholfen hat, also aber davon hält sie überhaupt nichts. Ja, wir begleiten sie, wie sie dort aufwächst, bis in ihre jugendlichen Jahre, und dann geht es im zweiten Band dann wahrscheinlich weiter, wo sie als ja, wo sie eine junge Frau ist. Und ja, Wasja ist nicht nur ungezähmt und wild, sondern sie hat auch noch eine besondere Fähigkeit. Von dem Kindermädchen Dunja bekommen sie immer wieder Geschichten erzählt von alten Sagen und von Naturwesen, an die die Leute dort eben geglaubt haben, beziehungsweise heimlich immer noch glauben. Und Wasja kann diese Wesen sehen und mit ihnen sogar kommunizieren. Doch so langsam hält das Christentum Einzug in diese Gemeinde, und es wird verboten, an diese Naturwesen zu glauben und ihnen Opfergaben darzulegen, was allerdings nicht gut für die Wesen ist, denn sie leben von diesen Opfergaben und leben von dem Glauben an sie. Und somit werden sie immer schwächer, und Wasja möchte ihnen helfen. Gleichzeitig scheint eine böse Macht im Wald zu erwachen, was so ein bisschen an Väterchen Frost angelehnt ist, an das Märchen, was man vielleicht kennt, und was ja,
natürlich sehr eisig ist und auch ein bisschen düster. Und dieses Wesen scheint es auf Vasya auch noch abgesehen zu haben. Ja, wie gesagt, was ganz anderes, ein ganz anderer Erzählfluss, der hier nicht sehr schnell voranschreitet. Ich bin gespannt, wie es im zweiten Band weitergeht. Ich hoffe, dass es ähnlich naturverbunden bleibt und mich ähnlich verzaubert von diesem Setting, von diesem verschneiten Setting. Und ja, mal gucken, ob wir uns dann im zweiten Band an anderen Orten wiederfinden. Ich denke mal, dass das dann vielleicht ein bisschen vorangeht und ob wir im dritten Band dann vielleicht sogar ihr Alter mitkriegen. Also hier haben wir ja ihre Kindheit, denn jetzt im zweiten vielleicht so, wo sie eine junge Frau ist und im dritten dann vielleicht, wo sie älter wird. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann herausfinden erst. So, wir steigen jetzt in die Top 5 ein, wo die Bücher nochmal eine Schippe drauflegen. Dieses Buch, was ich euch jetzt zeige, habe ich im Oktober gelesen, in dem Spuktober, wo ich ja viele unheimliche und gruselige Bücher lesen wollte. Und Pepperman sollte eines davon werden. Pepperman von Camilla Bruce. Und auch vom optischen und auch vom Klappentext kann man schon glauben, dass es sich hierbei um sehr gruselige Lektüre handelt. Allerdings habe ich hier etwas bekommen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe hier mit wirklich gruseligen Settings im Wald und einem Pepperman, der ein Mädchen verfolgt, damit gerechnet. Allerdings habe ich hier viel tiefgründigeres und auch sehr emotionales erhalten, was zwar auch düster und auch mal gruselig ist, aber ganz anders als ich dachte. Ich bin aber überhaupt nicht enttäuscht davon, denn wenn ich mich auch darauf gefreut habe, auf diese gruselige Geschichte, finde ich, das hier hat sogar tatsächlich noch mehr erzählerischen und auch inhaltlichen Wert, als ich erwartet habe, und deswegen freue ich mich. Es ist was sehr Besonderes und ich glaube auch, dass es nicht für jeden etwas ist, weil es eben vielleicht auch enttäuschen kann, wenn man einfach nur eine gruselige Story haben möchte. Und zwar gibt es hier eine erfolgreiche Autorin, die sehr zurückgezogen lebte, aber wirklich einen Bestseller nach dem nächsten rausbringt, die jetzt verschwunden ist. Sie hat scheinbar irgendwie sowas schon vorausgeahnt, denn ihr Testament ist schon fix und fertig und richtet sich an ihre Nichte und an ihren Neffen. Die beiden sollen aber bestimmte Bedingungen erfüllen, um überhaupt ihr Erbe annehmen zu können. Sie sollen erstmal in ihr Haus kommen, das mitten im Wald liegt, und ihre Geschichte lesen. Und zwar hat sie in einem Brief ihre Geschichte, ihre Biografie aufgeschrieben, ihre Sicht der Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Denn es ranken sich sehr, sehr viele düstere Gerüchte um die Autorin, die ihren Ehemann umgebracht haben soll. Allerdings mangels Beweise wurde sie nie angeklagt. Außerdem die Mutter von Nichte und Neffe, also die Schwester von Cassandra, die hat auch immer seltsame Geschichten über Cassandra erzählt, denn schon als Kind galt sie als Sonderling und als überhaupt nicht normal. Sie hatte keine besonderen Freunde, sie war nicht das Marzipanmädchen, das rosa, hübsche, blonde Mädchen wie ihre Schwester es war, sondern sie war das Gegenteil. Und so fühlte sie sich aber auch. Sie fühlte sich sehr ausgeschlossen, was aber wohl auch an ihrem unsichtbaren Freund Pepperman lag. Und das ist eben die Geschichte von Pepperman, wie sie mit diesem unsichtbaren Freund aufwächst, wie er ihr einziger Freund wird, ihre einzige Liebe und Zuneigungsperson, aber andererseits sie auch sehr abhängig von ihm wird und man nicht genau weiß, ist das jetzt etwas Gutes für sie, dass sie ihn immerhin hat, oder ist er überhaupt der Grund dafür, warum sie niemand anderen hat, und was will er eigentlich von ihr? Es scheint irgendwie eine mystische Naturwesen-Person aus dem Wald zu sein. Genau was er ist, das weiß man nicht. Und als Leser kann man sich irgendwann entscheiden, ob sie sich das alles nur ausdenkt und sie damit ein großes Trauma verbindet, oder ob das tatsächlich wahr ist und sie tatsächlich diesen Pepperman sieht. Das, was dahinter steckt, ist fast noch grausamer und unheimlicher als
ja, diese Fantasie, die sie hat. Sie besucht nachher auch irgendwann einen Therapeuten, der das so ein bisschen für einen aufdröselt. Es wird nie ganz angesprochen. Und das finde ich irgendwie hier auch das Geniale, weil es immer nur so ein bisschen durchleuchtet und du immer nur so was vermutest und hoffst, dass es nicht wahr ist. Ja, also diese. Als junge Mädchen, das tut einem einfach nur leid. Nachher begleiten wir sie auch als Frau und auch als ältere Frau, wie es eben zu dieser Anschuldigung des Mordes gekommen ist. Und auch da muss man sich überlegen, ob das wahr ist oder ob sie sich das einfach nur anders auslegt. Ja, der Schreibstil ist sehr besonders. Es ist eben in diese Briefform geschrieben. Wir haben zwischendurch auch immer mal Zeitungsartikel, die wir nachlesen können und auch einen Ausschnitt aus dem Buch des Therapeuten. Dieser Therapeut hat halt über ihren Fall was geschrieben. Und ja, es ist ein besonderer Stil, der manchmal sehr naiv und kindlich daherkommt und sehr bunt und mit vielen Metaphern und Symbolen von Süßigkeiten, was ich ja schon im Lesemonat mal euch so ein paar Passagen daraus vorgelesen habe, deswegen hier die Markierungen. Andererseits bleibt einem dieses süßliche und naive, kindliche dann total im Halse stecken, weil es dann doch wieder sehr düster und was dahinter steckt, ja, Symbole für etwas sind, die doch sehr erschreckend sind. Und deswegen ist es etwas sehr, sehr Besonderes, was ich allen empfehlen kann, die ja mal was Besonderes lesen möchten. Platz Nummer 4 ist wieder etwas Düsteres, was so eher so in die Richtung Horror eingeordnet werden könnte, dennoch ja etwas sehr Literarisches hat. Und zwar rede ich von Slate House von David Mitchell. David Mitchell ist vielleicht einigen ein Begriff, und zwar ist er der Autor von Wolkenatlas, ein ziemlich dicker Wälzer, der auch verfilmt wurde. Ich habe den Film tatsächlich gesehen, das Buch habe ich nicht gelesen und ich hatte auch so ein bisschen Sorge, als ich dieses Buch mir zugelegt habe, ob es mir tatsächlich gefallen könnte, weil der Film sehr komplex ist. Es geht auch um Zeitreisen, um verschiedene, ja, Zeitstränge, aber auch um verschiedene Paralleluniversen und Welten und ganz viele verschiedene Personen. Und das war extrem komplex und lang und ja, das war mir ein bisschen zu viel. Und da habe ich jetzt hier ein bisschen gehofft oder ja, halt auch befürchtet, dass es ähnlich sein könnte. Es ist ja nicht so dick und ich habe überraschend festgestellt, positiv überrascht war ich dann, dass der Schreibstil sehr einfach ist und trotzdem ja nicht zu platt oder so, aber man muss nicht erst sich ganz doll konzentrieren und ganz viele verschachtelte Sätze lesen und dann trotzdem nicht verstehen, um was es in diesem Buch geht, sondern man kriegt das schon gut mit und hat trotzdem das Gefühl, dass man hier etwas literarisch Wertvolles liest. Es geht um das Slate House. Das Slate House taucht alle 9 Jahre auf und alle 9 Jahre lockt es ein Opfer zu sich nach Hause und ja, umgarnt dieses Opfer. Wofür diese Opfer da sein sollen und wer in diesem Slate House wohnt und warum nur alle 9 Jahre dieses Slate House auftaucht, da muss man als Leser hinterkommen. Es gibt einige Personen, die diesem Geheimnis auch auf die Schliche kommen wollen. Wir begleiten allerdings alle 9 Jahre immer das gewählte Opfer und geraten in die Verwirrungen und Wirrungen dieses Hauses, die Illusionen erschafft. Man weiß immer nicht so richtig, was ist hier Illusion, was ist Realität, was ist Traum. Und so schafft es das Buch oder der Autor sehr, sehr oft, uns immer wieder aufs Glatteis zu führen und ja, alles wieder aufzulösen mit einem kleinen Twist am Ende jeder kleinen Kurzgeschichte. Im Grunde sind es kleine Kurzgeschichte, die immer wieder einen neuen Protagonisten oder eine neue Protagonistin haben und ihre Geschichte erzählen, wie sie überhaupt zu diesem Slate House kommen und was ihnen dort drin passiert. Und wir beginnen 1979, glaube ich. Ja, und dann eben alle 9 Jahre bis zur heutigen Zeit. Also ich will es jetzt nicht nachrechnen, aber so 4 oder 5 Personen begleiten wir hier auf jeden Fall und am Ende wird das Ganze aufgelöst.
Obwohl das so kleine Kurzgeschichten sind, haben die aber doch große Verbindungen, denn nach und nach versteht der Leser, was es mit diesem Slate House auf sich hat. Und es hat auch eine gewisse Entwicklung, die dieses Slate House nach diesen 9 Jahren immer mit sich macht. Denn das Slate House ist zwar eine Bedrohung, aber es wird auch immer mehr von anderen Sachen bedroht. Ja, ich bleibe jetzt hier sehr, sehr kryptisch, damit ich nicht spoiler, weil das muss man einfach selbst entdecken. Was ich hier einfach genial finde, ist, dass auch der Schreibstil und der Inhalt und auch das Haus sich immer an den Protagonisten oder an das Opfer anlehnt. Also der Schreibstil ist immer anders und auch das Haus ja, entnimmt sich immer der Schwächen und der Leidenschaften und der Wünsche des Opfers und ja, passt sich dort immer an. Und das hat das immer wirklich gut gemacht. Ich habe das zusammen mit der lieben Sarah von Alice im Bücherland gemeinsam gelesen. Wir haben ja diese Leidenschaft für Spukhäuser, aber das ist eben kein typisches Spukhaus, was wir hier haben, sondern noch ein bisschen mehr. Und deswegen hat es uns sehr gefallen. Wir haben überlegt, ob es vielleicht Sinn gemacht hätte oder es hätte uns gefallen, noch mehr Jahre oder noch mehr Opfer zu sehen, aber vielleicht ist es genau so, wie es ist, richtig. Das Ende wurde nicht ganz aufgeklärt und war es nicht völlig logisch, was ein bisschen schade ist, aber auch hier hat es einen natürlich dazu gebracht, noch mehr nachzudenken über das Ende, wie das Ganze zusammenhängt. Ich will auf jeden Fall irgendwann noch mal etwas von David Mitchell lesen, allerdings. Ja, der Wolkenatlas schreckt mich schon so ein bisschen ab, weil der Film nicht so ganz für mich etwas war. Vielleicht finde ich noch mal etwas anderes. Vielleicht habt ihr noch mal irgendwas, was ihr mir empfehlen könnt von David Mitchell, was, es muss ja nicht ähnlich sein, aber was euch vielleicht auch begeistert hat, so wie vielleicht Slate House es getan hat. So, wir kommen zu der Top 3 und da ist es mir mit am schwersten gefallen, die Reihenfolge festzulegen. Also ich hatte eigentlich aufgeschrieben, ein Buch auf der Top 1 zu setzen, was ich jetzt aber doch wieder auf der Top 3 euch zeigen möchte. Warum und weshalb, das werde ich euch gleich erklären. Ich möchte euch erstmal zeigen, um welches Buch es sich handelt. Und zwar ist es Die 7 Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Ja, ich habe dieses Buch erst auf Platz 1 setzen wollen, weil es einfach ein Geniestreich an Erzählkunst ist. Wunderbare Ideen, verflochten miteinander sind verschiedene Genres, verschiedene Elemente und sehr, sehr komplex das Ganze erzählt ist. Die ganze Story aber sehr unglaublich gut, intelligent komponiert worden ist und am Ende super gut aufgelöst wurde, obwohl man mittendrin als Leser ziemlich viele Fragezeichen im Kopf hatte und manchmal vielleicht auch ein Knäuel und man musste den roten Faden erstmal wieder entwirren. Aber der Autor hat nie wirr gewirkt, sondern man hat immer das Gefühl, dass er das wirklich in der Hand hat und ja. Der hat sich da wirklich viel Mühe gegeben und viel Gedanken gemacht und das hat man gemerkt. Allein deswegen hätte es auch verdient, auf dem ersten Platz zu stehen. Warum es jetzt nicht ist, erzähle ich euch dann gleich bei Platz 2 und 1. Aber hier möchte ich euch natürlich erstmal hiervon vorschwärmen. Es handelt sich um einen klassischen Rätselkrimi à la Agatha Christie, der allerdings mit einem fantastischen Twist versehen wurde. Und zwar erleben wir den Tag, an dem der Mord passiert. Jedes Mal erneut, zusammen mit unserem Protagonisten Aiden, der zu Anfang des Buches in einem Körper aufwacht, der ihm völlig fremd ist. Er weiß, dass es nicht seiner ist. Er weiß allerdings nichts über seine Person. Er weiß nicht, wie er in Zusammenhang steht mit diesem Ort und mit dieser Person, in der er jetzt aufwacht. Er findet heraus, dass er in einem Waldstück ist, nahe eines Herrenhauses, wo ein Maskenball am Abend stattfinden soll. Und an diesem Maskenball stirbt jemand. Und zwar ist das Evelyn Hardcastle. Das ist die Tochter der Familie, die diesen Maskenball veranstaltet. Und Aiden wird von einem seltsamen Typen in einem Pestdoktorkostüm mitgeteilt, dass er diese Aufgabe hat, den Mord aufzuklären. Allerdings inkognito. Er muss herausfinden, wer der Mörder ist. Das ist allerdings gar nicht so einfach und ihm werden auch Steine in den Weg gelegt, weil es mehrere Rivalen geben soll und er weiß nicht, wer diese Rivalen sind, die eben dieselbe Aufgabe haben und es kann nur einen geben, der sozusagen gewinnt.
Und so kann er durchaus dieser Zeitschleife entkommen. Und er hat aber auch nicht, ja, massig Zeit. Er hat nur 7 Tage Zeit, dieses Rätsel zu lösen. Und dann kommt noch hinzu, dass er nicht immer in demselben Körper bleibt, sondern jeden Tag in einen anderen Körper hinüberwechselt. Das Geniale daran ist, dass er die Charaktereigenschaften und die Fähigkeiten dieser Figuren übernimmt und die ihn beeinflussen, behindern, vielleicht aber auch von Vorteil sein können. Wenn eine Person also besonders intelligent ist und gute Zusammenhänge irgendwie miteinander verknüpfen kann, dann kann er das auch. Wenn er aber besonders lüstern ist oder besonders gewalttätig, dann kann ihn das natürlich sehr in die Quere kommen. Es hat manchmal einen ja sehr interessanten Aspekt, weil er sich dann öfter auch selbst begegnet in anderen Körpern und somit so ein kleines Paradoxon im Kopf besteht, so ähnlich wie bei Zeitreisen das eben so ist. Und er eben diese Rivalen herausfinden muss und er weiß nicht, wen er trauen kann. Ja, zum einen ist es ein klassischer Rätselkrimi, was so ja eigentlich nicht so mein Beuteschema ist. Aber als Gesamtkomplex und die Auflösung zum Schluss fand ich einfach grandios. Ja, das ist ein Buch von einem Autor. Ich glaube, das ist sogar sein Debütroman. Das muss man sich mal reinziehen. Er hat mittlerweile auch ein neues Buch geschrieben, was mittlerweile auch erschienen ist, allerdings nur auf Englisch. Ich hatte schon den Tropenverlag angeschrieben. Aber ich habe leider keine Antwort erhalten und hoffe, dass das auch auf Deutsch erscheinen wird, weil ich habe das eigentlich oft tatsächlich gesehen hier auf BookTube und hoffe, dass es erfolgreich genug wird, dass auch der zweite Band jetzt von ihm übersetzt wird, weil auch das klingt wirklich toll. Ich glaube, das spielt denn diesmal auf einem Schiff, auf dem Meer, auf einem Kreuzfahrtschiff oder so und klingt auch wieder wirklich cool. Ja, also ich erwarte Großes. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man so viele Erwartungen hat. Aber das, diesen Autor werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Bei Platz 2 und auch Platz 1 handelt es sich um Fortsetzungen von Fantasy-Reihen, die mir sehr am Herzen liegen. Und auch die Figuren sind mir sehr ans Herz gewachsen. Und gerade deswegen habe ich, glaube ich, jetzt nochmal die Reihenfolge geändert, weil zwar Stuart Turton ein wunderbares Meisterwerk erschaffen hat, aber die Figuren an sich und die ganze Welt und die Geschichte sind jetzt nicht so Herzenswelten. Und ich glaube, deswegen habe ich es jetzt noch mal geändert. Die Reihenfolge dieser zwei Reihen war schon wieder extrem schwer. Aber ich habe es jetzt einfach ja, so belassen und kann nur sagen, dass die wirklich sehr, sehr nah beieinander liegen. Und auch wieder hier, obwohl es beides Fantasy ist, schlecht miteinander zu vergleichen ist und beide auf ihre Art und Weise Lieblingsreihen von mir geworden sind. Ich setze auf Platz 2 Band 5 von Peter V. Brett, der Desdämonenzyklus. Also eigentlich gehören die beiden zusammen. Das ist sozusagen Band 5 und auch das Finale der Reihe. Ich habe diese Reihe ja in diesem Jahr tatsächlich beendet und ich halte jetzt einfach mal kurz beide hoch, die Stimmen des Abgrunds und das Leuchten der Magie. Lege aber ja jetzt eines Mal weg und halte das jetzt nur repräsentativ hoch. Ja, ich habe euch schon so oft von dem Dämonenzyklus vorgeschwärmt und von berichtet, dass ich Band 1 und Band 2 schon vor mehreren Jahren erst das erste Mal gelesen habe. Das ist schon wirklich bestimmt 10 Jahre her, dass ich mit dieser Reihe angefangen habe. Band 1, 2 und 3 habe ich auch jetzt schon mehrmals gelesen. Hier kommt es halt endlich zu einem epischen Abschluss und da habe ich mir jetzt echt Zeit gelassen, damit abzuschließen. Aber ja, es war bittersweet. Also es war schön, wieder diese Figuren zu treffen, die ich so sehr im Herzen habe und diese Welt, die wirklich toll aufgebaut wurde vom Autor, dieses Magiesystem, was einfach sehr, sehr authentisch gemacht wurde. Und trotzdem ist es natürlich nicht schön, wenn man weiß, es geht nicht weiter mit dieser Reihe, die irgendwie loslassen zu müssen. Ich weiß, dass nächstes Jahr ein weiterer Band erscheinen wird von Peter V. Brett, der in dieser Welt spielen wird, allerdings einige Jahre später. Ich muss sagen, dass ich dem zwiegespalten gegenüberstehe, weil ich, wenn abgeschlossene Reihen
wieder aufgenommen werden. Ich muss das nicht haben. Ich glaube, ich hätte von Peter V. Brett lieber etwas Neues gerne gelesen, eine neue Welt. Also ich werde es natürlich lesen, auch die neue Reihe, aber ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Aber es soll ja um diese Reihe gehen. Hier geht es, spielt es in einer Welt, in der Menschen Angst haben vor den Dämonen. Denn jede Nacht steigen diese Dämonen aus dem Boden herauf, aus dem Hawk, aus dem unterirdischen Reich und ja, massakrieren die Menschen. Die Menschen können sich im Grunde gar nicht wehren. Diese Dämonen sind übermächtig. Das Einzige, was sie machen können, ist mit magischen Siegeln ihre Häuser zu versehen und zu schützen. Sie können sich eigentlich nur einfärchen und einsperren, sodass die Dämonen nicht hineinkommen können. Aber es heißt auch immer wieder, dass diese Siegel immer wieder überprüft werden müssen, wenn eine kleinste Lücke da besteht oder so eine kleinste Beschädigung, dann finden die Dämonen das und ja, massakrieren die Bewohner. Wir treffen hier auf Arlen Strohballen, der in einem kleinen Dorf aufwächst und natürlich auch mit dieser Angst aufwächst. Doch eines Tages muss er beobachten, wie seine Mutter angegriffen wird von den Dämonen und er sieht seinen Vater dastehen und völlig gebannt von der Furcht und er kommt ihr nicht zur Hilfe. Und er ist so wütend auf seinen Vater, weil er das nicht möchte. Er möchte nicht so gebannt sein von der Furcht, dass er niemanden, den er liebt, zur Hilfe kommen kann. Er möchte sich nicht mehr verstecken. Es gibt die Legende, dass es irgendwo Kampfsiegel gibt, mit denen man diese Dämonen bekämpfen kann. Und so macht er sich auf den Weg, er reist aus, er möchte nicht mehr zu Hause bei seinem Vater bleiben. Seine Mutter stirbt an den, ja, an den Verletzungen der Dämonen und er reist aus, wird erstmal zu einem Kundschafter, zu einem, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Na super. Also es gibt immer wieder Leute, die halt von Ort zu Ort reiten, um halt Informationen weiterzugeben, aber auch um Handel zu treiben und Briefe zu überreichen. Das gilt als sehr angesehener, aber auch als sehr gefährlicher Beruf. Und das ist Alens Wunsch, das zu werden, um mehr Informationen zu bekommen, um mehr von der Welt zu sehen und eben an die Information heranzukommen, wie er diese Siegel findet. Man lernt aber auch noch andere Hauptcharaktere kennen, die wir immer wieder auch deren Vergangenheit kennenlernen. Also das Ganze ist wirklich sehr episch und breit aufgestellt. Es gibt hier nicht richtig Böse und Gut, außer natürlich die Dämonen, die sind schon eindeutig die Bösen. Und auch wenn wir da von deren Gesellschaft und von deren Leben auch immer mehr erfahren, aber die Menschen selbst, da gibt es viele Grauabstufungen und man erfährt im nächsten Buch von einer Person und von ihrer Vergangenheit, wo wir in den vorigen Band noch gedacht haben, dass das ein absolutes Scheusal ist. Und ja, sehr interessant. Auch die Kulturen kann man auch so ein bisschen auf unsere Kulturen überstülpen. Und es geht viel um Toleranz und um verschiedene Kulturen, die sich gegenseitig nicht ausstehen können, bekriegen. Aber an sich würde ich es eher als klassische High Fantasy bezeichnen. Und das hebt sich so ein bisschen ab zu der nächsten Reihe, die ich euch jetzt gleich noch vorstellen möchte. Ich würde aber nicht sagen, dass es schlechter ist. Das kann ich einfach nicht sagen. Diese Reihe begleitet mich einfach auch schon länger als die andere. Warum ich die andere jetzt auf Platz 1 gesetzt habe, ist einfach das Innovative daran. Und vielleicht auch die Leserunde, die ich mit Leuten gehabt habe, die einfach viel Spaß gehabt haben. Vielleicht wisst ihr schon, wovon ich spreche. Ich spreche von Nevernight von J. Christoph. Eine High-Fantasy-Reihe, die sehr, sehr düster und blutig und brutal ist und sehr derb. Ich glaube, Band 1 hatte ich letztes Jahr, war das letztes Jahr auch schon in meiner Top-10-Liste. Ich finde aber Band 2 und Band 3 legen noch mal irgendwie einen drauf. Ich habe die alle dann ja dann in ein die 2 und 3 dann in einen Rutsch gelesen zusammen mit einer tollen Leserunde und wir waren alle sehr begeistert von dieser Reihe. Es geht um Mia Corvere, die ihre Familie verloren hat und sie möchte sich rächen an die
Obrigkeit, die eben ihren Vater gehängt hat und hingerichtet hat und ihre Mutter umgebracht hat. Und das sind sehr, sehr mächtige Männer, die in der Politik verweilen. Und sie lässt sich ausbilden zu einer Assassinen in der Roten Kirche. Und die Rote Kirche ist eben eine Schule für Assassinen. Und alleine dorthin zu kommen und überhaupt eine Anwärterin dort zu werden, ist extrem schwer. Die Sprache ist sehr, sehr derb und vulgär. Damit musste ich mich erstmal anfreunden, aber nachher ist es einfach ein Merkmal dieser Geschichte und gehört einfach dazu. Es ist sehr blutig und brutal insgesamt, aber der Schreibstil ist außerdem neben dem sehr derben auch sehr, sehr sarkastisch und intelligent und humorvoll geschrieben. Und ich glaube, diese Kombination ist einfach sehr besonders. Es gibt Fußnoten, wo immer wieder der Autor etwas über die Welt erklärt und auch der, ich würde nicht sagen der Autor, sondern eher der Erzähler dieser Geschichte, der auch in dieser Reihe vorkommt, ja immer wieder seinen Senf dazu gibt, was sehr, sehr schön ist. Mia Corvere hat in ihren Schatten eine Katze leben, die sich von ihren Ängsten ernährt. Das hilft ihr natürlich oft in der Lage. Die Welt ist auch sehr düster und besonders aufgebaut und hat auch eine sehr interessante Mythologie. Diese Schattentiere, die haben, spielen hier natürlich auch eine sehr große Rolle. Es gibt nämlich nicht nur diesen Kater, Herr Freundlich, mit dem sie sich unterhalten kann und der sich eben in ihren Schatten befindet und sich von ihren Ängsten ernährt, sondern auch noch andere Wesen. Und wir treffen hier auf sehr viele Figuren, die sehr toll gezeichnet sind, alle ihre Ecken und Kanten haben und oft eben auch sehr derbe sind und wo man vielleicht auch mal sich so ein bisschen schüttelt und denkt, Gott, wie drückt er sich aus oder so, aber das gehört einfach zu diesen Figuren dazu. Ja, in Band 1 geht es hauptsächlich um diese Ausbildung bei den Assassinen. Band 2 befinden wir uns eher bei Gladiatorenkämpfen und Band 3 hat viel mit Piraten und so ein bisschen Fluch der Karibik-Feeling zu tun. Alles aber nicht abgeguckt, sondern wirklich sehr verflochten. Und obwohl ich es jetzt hier auf Platz 1 zeige, habe ich hier ex auch irgendwie viel ge gemeckert und ich glaube, das liegt einfach daran, weil man eben diese Reihe so sehr liebt und auch sehr, sehr lieben wollte, dass wenn denn ein kleiner Kritikpunkt aufkommt, man ihn viel mehr ins Gewicht, der viel mehr ins Gewicht fällt, weil man hier einfach so hohe Erwartungen hat. Besonders da beim Ende hatte ich so meine, ja, weiß ich nicht, so meine Kritikpunkte und einiges hätte ich gerne noch mehr verfolgt. Andere Themen waren mir zu sehr im Vordergrund. Andere hätte ich viel mehr im Vordergrund gerückt anstelle des Autors. Aber dennoch, vielleicht auch jetzt so ein bisschen mit Abstand, kann ich sagen, dass das Buch so innovativ ist und mit nicht so richtig zu vergleichen ist mit anderen. Und mir so viel Freude gemacht halt beim Lesen, weil es eben so witzig war, so düster war und mich oft überrascht hat. Das hat mich hier auch sehr ja, freudig überrascht, dass es mir, dass es immer wieder Wendungen gekommen, die ich nicht voraussehen konnte. Und das hat einfach Spaß gemacht, dass es so unvorhersehbar war. Als Vielleser hat man eben oft schon den richtigen Riecher. Und hier hat der J. Christoph uns immer wieder aufs Neue, aufs Glatteis gefühlt und eben ja auch Personen auch mal sterben lassen, wo man jetzt nicht gedacht hätte, dass die jetzt sterben und sich auch einfach mal was getraut. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. So wie Ian Reid oder auch Stuart Turton, das sind Autoren, die sich was trauen, die einfach was anderes aus Büchern draus machen. Und das kann natürlich in die Hose gehen. Für viele Leser vielleicht einfach zu anders sein, die einfach das Bekannte lesen wollen. Aber es kann eben auch zu etwas Genialem werden. Und somit habe ich jetzt hier Nevernight auf Platz 1 gesetzt, obwohl es mir im Herzen wehtut, dass ich dafür, dass die Dämonen den Dämonenzyklus auf Platz 2 legen würde. Vielleicht würde ich jetzt auch mit ein bisschen mehr Abstand das ganz anders einrichten. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es sind auch immer nur so kleine Nuancen und man muss natürlich auch immer wissen, was man will. Also wenn ich jetzt klassische High Fantasy lesen möchte, dann passt natürlich viel mehr der Dämonenzyklus, als wenn man mal so richtig Badass-mäßiges lesen möchte, was rasant ist mit
Ja, viel Action, obwohl der Dämonenzyklus hat auch viel Rasanz und Action. Egal, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Das war meine Top 10, meine besten Bücher aus 2020. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Top 10 sind. Oder schreibt nur, wenn euch das zu viel ist, schreibt mir eure Top 3 oder Top 5 oder das beste Buch aus dem Jahre 2020. Und schreibt mir natürlich auch gerne, ob ihr die Bücher, die ich hier vorgestellt habe, auch kennt, ob ihr die auch als Highlights ansehen würdet. Oder ob ihr ja ganz anderer Meinung seid, das finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend. Jetzt möchte ich euch wie immer natürlich einen wunderschönen, lesereichen Tag wünschen und damit beende ich jetzt das Video und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!